Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft. Mein Name ist Dr. Skill. Boah, ich bin wieder frisch in die Welt gejoint, wie man merkt. Die Anfangslecks, wie man sie kennt. Und in dieser Folge, mir wichtig war, ne, ich wollte erstmal kurz schauen. Einmal, dass hier die Melonen einfach nicht mehr wachsen. Ich glaube, das gleiche Problem haben wir bei den Kürbissen. Könnte ein Licht sein. Wäre jetzt mal irgendwie naheliegend für mich persönlich. So, schau ich mal kurz rechts. Ein Kürbis reicht mehr wie genug. Das ist, sagt einfach, dass es hier nicht mehr wachsen möchte. Ich überlege gerade, das ist die Höhe hier, ne? Dass wir dann hier eine Fackel hin tun. Aber so. Vielleicht hilft's. So, perfekter Rino. Was können wir die Folge machen? Wir können einerseits erstmal hier unser Feld mit Möhren und Rüben ernten. Rote Beete. Kann die hier nicht pflanzen, gell? Kartoffeln geht. Rote Beete geht nicht. Wie pflanze ich denn rote Beete richtig an? Nee, so nicht. Auf dem ganzen Teil hier nicht. Gibt's da für einen Trick? Ich google einmal. Rote Beete anpflanzen. Minecraft. Rote Beete können wir rechnen mit roten Beete, Samen auf einem freien Ackerboden angebaut werden. Ja, das müsste eigentlich schon Acker. Ist das nicht schon Ackerboden? Also Ackerboden und dann rote Beete. Geht nicht. Bin verdutzt. Also will ich auch irgendwie gerade nicht glauben, dass es jetzt... Also... Mal, dass die Kartoffeln hinkommen. Das ist ja okay für mich. So. So, hier noch Kartoffeln weiterhin. Riesen Kartoffelform. Okay, passt schon. Geht schon. Hier noch unsere ganzen Möhren. Ja, die dürfen wir ja auch nicht vergessen. Brauchen wir ja auch nochmal einen Haufen hier. Freuen sich irgendwann unsere Pferdchen. So, jetzt ist die kaputt. Ich hoffe, das reicht. Aber normalerweise könnte es perfekt reichen. Das ist einfach mal besonders guter Dinge. Kann ich es auch nicht setzen. Das zu wenig Licht an der Stelle vielleicht? Können wir ja mal ausprobieren. Also anders könnte ich es mir nicht erklären. Aber ich meine, auf der Seite ist ja... Die rote Beete, die müsste ja gehen. Also ist ja... Ja, ist der Erdblock kaputt? Fragezeichen. So, ich kann an der Stelle nicht... Jetzt, okay. Ja, schauen wir mal kurz, wir brauchen mal eh nochmal kurz die Werkbank. So. Werkbankeln. Einmal so eine... Hacke. Kaufel wollte ich sagen. Ah. So, und wenn ich jetzt hin tue... Nö, es ist genau die Stelle, die hier nicht geht. Das gleiche. Wenn ich jetzt aber hier hinten weitermachen würde, dann geht's. Ich bin verdutzt, also lasst es mich mal gerne in den Kommentaren wissen, wenn ihr wisst, woran das liegt. Weil ich kann es tatsächlich jetzt gerade überhaupt nicht nachvollziehen. Wieso, weshalb, warum? Dass so ist, wie es ist. So, haben wir eine Axt dabei? Ja, wir haben auch eine Axt. So, das heißt, wir machen mal hier ein bisschen den Bambus schneller weg. So. Irgendwo hier ist ein Zombie, der gerade verbrennt. Jetzt ist der Zombie hin. Man hat es gehört. So. Das ist ja hier auch nochmal so. Da haben wir nochmal Bambus gemacht. So
Nur als Brandmaterial primär, weil der so hoch wächst. Und auch so schnell zum Teil, das ist ja brutal. So, jetzt schau ich mal, haben wir? Wir haben keine Kohle bei. Ich würde tatsächlich mal probieren, ob es am Licht liegt. Also hier nochmal ein paar Stufen mitnehmen. Stücke. Zwei Kohle mit dabei. Und dann hätte ich das einfach mal ganz frech, wie ich in manchen Situationen des Lebens einfach nur mal bin, ausprobiert. Also, quasi einfach mal hier so. Und ich hätte mal die genommen und jetzt geht das hier. Lag das echt am Licht? Aber die rote Bete geht immer noch nicht. Ich gucke nochmal in die Anleitung. So, rote Bete-Samen. Naturblock. Schauen wir mal, leuchtend? Nö, entflammbar? Nö. Roten Rübenart, sehr soweit so gut. Handel, Vorkommen, Anbau. Rote Beete kann per Rechtsklick mit rote Beetensamen auf einem freien Ackerboden angebaut werden. Ackerboden lässt relativ leicht durch das Bearbeiten eines Erdlocks mit einer Feldhacke erzeugen. Bewässerung sollte außerdem nicht mehr als 4 Wasserblöcke entfernt sein. Zum Wachsen benötigt die Rote ein Lichtwettel von mindestens 8. Durch das Sezieren von Fackeln oder anderen Lichtquellen kann sie auch bei Nacht wachsen. Bei einem geringeren Lichtlevel tropft die Pflanze nach einiger Zeit. Die Auszeichnung des Gebietes verhindert außerdem das Spawnen von Monstern. Bla bla bla. Hier Wachstumsstadien. Okay, also es ist die Stufe 4, die wir erreichen müssten. 8, also war, ist quasi eine Fackel, aber auch wenn ich das jetzt hier so direkt daneben habe, es geht ja leider nicht. Also muss ich ja mal fairerweise fast sagen, das Problem ist die rote Beete, oder? Ach nee, ich bin der Idiot. Wir brauchen rote Beete, Samen. Ich hab's so oft vorgelesen. Liegt an den Samen. Na klar. Warum sagt denn auch keiner wieder was von euch? Ah, da brauchen wir rote Beete Samen und ich habe die rote Beete in der Hand. Danke, danke. Ja, das lassen wir jetzt sonst mal hier so beleuchtet. Ist ja vielleicht nicht verkehrt. Rote Beete, kann ich rote Beete einfach essen? Ja. Cool. Wir haben rote Beete gegessen. Haben wir das auch mal gemacht. Gut, nächster Schritt. Nächster Schritt, nächster Schritt. Hier wollte ich mal gucken, das haben wir jetzt erstmal so weit so gemacht, so und dann hier wieder weiter runter. Dann müssten wir hier eigentlich mal durchbuddeln. Ich will jetzt auch einfach mal ganz frech, ja, wie ich manchmal auch eben sage, dass ich es bin. Ich hätte einfach mal hier gerade den Weg durchgebaut. Wir gucken mal, wo wir rauskommen. Ist ja mal ein Versuch wert. So. Also wir bauen uns ja theoretisch wieder zurück. Das heißt, irgendwann müsste ich hier rein schon von der Rechenlogik, dass ja dieser Weg genau hier ist, wir darauf stoßen. Ich hoffe nur nicht, dass wir in der Taverne rauskommen, aber ich glaube nein. Da ist Wasser. Da ist Wasser, da ist Wasser. Wo sind wir denn? Da leuchtet was. Also kommen wir noch ein bisschen weiter und dann ist das hier. Ah! Ja, cool. Jetzt bloß ein bisschen anders gemacht. Ja, jetzt mal von hier drüben einfach rübergebaut und dann können wir aber hoffentlich besser abschätzen, von wo wir kommen. So, eine Schaufel und dann hätte ich einfach hier einfach mal so reingebaut. Gut, und weiter geht's. So. Das dürfte jetzt gar nicht so viel gewesen sein eigentlich. Aber wir schauen einfach mal, wo wir rauskommen. So,
jetzt eigentlich jeden Moment, oder? Na, wie weit war das denn? Ach ja, da haben wir es doch. Gut, oh ja, da haben wir echt ein bisschen unnötig weitergebaut, aber das ist noch im Rahmen. Hätte ich jetzt einfach mal so gesagt. Machen wir das Ganze mal hier ein bisschen hübscher. Und dann kommt man hier auch wieder vor. Wenn nur die Frage, wie wir das dann hier schlussendlich ausbauen, klar. So, was wir aber auch mal machen könnten ist, jetzt haben wir ja hier diesen kleinen Weg. Wir bauen jetzt mal kurz unser Konstrukt hier zu Ende. Moment, ich merke mir mal kurz den Punkt hier, den wir erreichen müssten. Ui, ganz viele Daten. 107, 106. 106 wäre super. Wenn wir den erreichen könnten. Ah, ich nehme schnell das Boot. Also so bei einer 106 müssen wir uns wohl keine Sorgen machen, wenn das Bild so aussieht. Dann würden wir nämlich auf diesen Weg stoßen und das wäre ja super. So, jetzt schauen wir mal. Das wäre auch, glaube ich, so eine Sache, die ich dann eben so versteckt machen würde mit so einem Knopf und sowas. Na, das wäre jetzt mal so eine Idee. War das nicht hier? Irgendwo? Hier war doch irgendwo. Warte. Da. Doch, hier am Rand. Sagte ich mir doch. 87 haben wir hier. Das ist 64. Das heißt, wir müssen sogar einen runter. Okay. Dann hätte ich den einen wahrscheinlich hier gleich so gemacht. Hier haben wir wahrscheinlich irgendwas getrickst. Ne? Dann machen wir mal so wieder zu. Hier mal kurz eine hier so weiter. Und dann machen wir mal hier so. Aber jetzt aber hier Blöcke und sowas, ne? So. Und dann jetzt hier auf die 106 zu. Bräuchten wir hier. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal unser Tunnelnetzwerk ein bisschen gebaut. So, 106 peilen wir an. 106 ist das letzte, was glaube ich okay war. Daher einfach mal genau so machen. Jawohl, bei 106, wenn das genau das war, was perfekt war. Hätte ich vielleicht die 108 angepeilt. 108 hier und dann quasi hier so einen zwei breiten Gang rein. Quasi hier so ist. Klar, den Gang dann auch wieder zwei breit bauen und dann aber die Richtung jetzt auch erstmal einschlagen. Und dann ergibt auch der Folgentitel Sinn, weil ich glaube, den werde ich nennen, alles ist verbunden. Das war jetzt so der Bruch des Tages dann in dem Sinn auch schon wieder. Wie cool. Mal. So, jetzt haben wir hier. Cool. Dann ist das hier unter 6 gewesen. Naja, genau. Mache ich mal hier ein bisschen zu. Das sieht man normalerweise ähnlich. Meistens. Und dann hätte ich gesagt, hier kann man so vorgehen. Und hier muss das quasi so als verstecktes Teil dann irgendwie werden. Da weiß ich nur noch nicht, wie wir das machen können am besten. Aber das wird so ein bisschen so eine kleine große Konstruktion. Oh, wir haben auch gar nicht eine Werkbank bei. Ja, ich habe mir überlegt, ob wir einen schnell so machen, aber das ist, glaube ich, unsinnig. Wenn hier hinten noch eh wieder eine steht. So, hier kommen wir jetzt nämlich hier hin. Voila. Ach so, das sah eigentlich gut aus. So, jetzt, ja, dann wird hier auch nochmal der Weg weggerissen. Das hier alles ein bisschen breiter gemacht. Das hier kommt so hin. Dann kommt man hier perfekt in unsere Taverne rüber. War ja auch der Plan, den wir verfolgen wollten. Aber ich mache das alles ein bisschen auf Zweierbreite.
Damit das hier so ein bisschen die Verfolgung ist. Einzigste, was mir gerade nicht perfekt gefällt, muss ich sagen. Da muss ich mir mal Gedanken machen. Weil auf so einer Zweierhöhe, klar, da könnten wir super Mauerelemente benutzen. Bloß wenn wir drei haben, dann ist das hier schwer, das so umzusetzen, dass man das dann gar nicht sieht. Weil sonst ist das oben unten versteckt. Die ganze Geschichte. Diese Sticky Pisten, wie sie heißen, und dann könnte man es machen. Aber das ist ein Problem für die nächste Folge. Mit Blick auf die Uhr bedanke ich mich wieder recht herzlich bei euch fürs Zuschauen dieser Folge. Schaltet auch gerne morgen wieder ein. Bis dahin, ciao, ciao.